So, Freunde, was geht bei Battlefield 1? Es ist mal wieder Zeit, auf ein paar Kommentare von euch einzugehen, denn ihr habt wieder eine Menge geschrieben. Vielen Dank dafür, Freunde. In meinem letzten Kommentarvideo ging es unter anderem um die Waffe in Battlefield 1, die ich so absolut gar nicht leiden kann. Und das ist die Hellringe gewesen. Nicht unbedingt, weil die super stark oder super schwach ist, einfach weil ich so das Gesamtpaket nicht wirklich mag. Der Assault hat die dabei, der Sound ist nicht so nice, ich finde, die sieht nicht so nice aus. So das Gesamtpaket mag ich halt einfach nicht wirklich bei der Hellringe. Da finde ich beispielsweise die MP18 einfach deutlich cooler. Da kommt einfach ein viel geileres Feeling drüber, wenn man mit der rumläuft. Aber nichts gegen eure Lieblingswaffe, falls das eure Lieblingswaffe ist. Richtig viele haben in die Kommentare geballert, dass ich doch mal trotzdem, obwohl ich die Waffe nicht so mag, eine Runde damit drehen soll. Und das habe ich heute gemacht. Ich habe 2, 3 Runden gespielt, auch um die ein oder andere Sache auszutesten mit der Hellringe. Und holy shit, das muss ich wirklich kurz dazu sagen, das hat mich jetzt echt richtig überrascht. Ich hatte die Waffe nicht so gut, also nicht so richtig gut in Erinnerung. Ich wusste, hey, okay, die Hellringe spielt schon bei den besseren Waffen mit und vor allem auch auf der Konsole wird die ja nur gespielt, da ist es ja die OP-Waffe schlechthin, über die sich alle aufregen, was ja auf dem PC eher die Automatico ist. Aber hey, ich habe echt vergessen, wie stark diese Assault-Waffe, natürlich auch die Automatico jetzt, die ist ja nochmal ein bisschen besser auf dem PC als die Hellringe, aber jetzt schon allein die Hellringe, die ich heute gespielt habe, ich habe echt vergessen, wie stark die Dinger sind, vor allem auch bei der Hellringe mit dem dicken Magazin, man kann einfach Gehirn ausschalten und durchhämmern, das ist halt echt entspannt zu spielen, sagen wir es einfach mal so. Ist mir nur aufgefallen, wollte ich kurz erwähnen, so ein Jahr nach Release von Battlefield 1 fällt mir dann auch mal auf, dass die Hellringe absolut heftig ist, das ist ähnlich wie mit DICE, die nach einem Jahr nach Release Operations in den Serverbrowser hauen, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber um diese ganzen Patch-Sachen dreht sich das Video heute auch ein bisschen, denn voll viele von euch haben in die Kommentare geschrieben, von wegen so, entweder DICE hat es wieder verkackt oder ich hatte Hacker-Cheater im Spiel. Es hieß doch nämlich, dass die Elite-Klassen aus TDM und Feuerschaft entfernt wurden. Und warum ist mir dann vor 5 Minuten in TDM auf Walter Agon ein Flammschütze entgegengelaufen? Richtig viele haben sowas geschrieben, von wegen, hey, ich habe eben auf dem Server Elite-Klassen gesehen in TDM und Feuerschaft. Und dementsprechend habe ich eben auch kurz jeweils eine Runde TDM und jeweils eine Runde Feuerschaft gespielt. Und bei mir ist das nicht so gewesen. Also weder auf Feuerschaft noch auf TDM gab es bei mir Elite-Klassen. Auf Kriegstauben gibt es sie allerdings noch. Oder halt auf privaten Servern eventuell, wo man die noch anstellen kann. Es kann natürlich auch sein, dass DICE die ein oder andere Karte vielleicht vergessen hat oder es sind halt wirklich Cheater. Aber eigentlich ist es so, ich habe es eben extra nochmal überprüft, TDM, Domination, keine Elite-Klassen mehr drin. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie die Konsolen da irgendwie vergessen haben, dass sie das da nicht raufgehauen haben. Aber ihr könnt es ja nochmal in die Kommentare schreiben. Sind bei euch die Elite-Klassen aus TDM und Vorherrschaft raus oder nicht? Und falls ja, auf welcher Karte? Was auch absolut in die Kommentare gespammt wurde, ist, dass die Spot-Symbole bzw. die Symbole über den Köpfen der Spieler nicht mehr so gut zu sehen sind. Ich weiß allerdings nicht, ob das Ganze schon gefixt wurde, weil DICE hatte rausgehauen, dass das ein Bug ist und dass das so schnell wie möglich gefixt wird. Weil als ich eben gespielt habe, mir ist in die Richtung absolut gar nichts aufgefallen, aber ehrlich gesagt, ich gucke auch gar nicht auf die Symbole über dem Kopf. Also entweder ist es schon gefixt oder mir fällt es nicht auf und es wird bald gefixt. Also macht euch da keine Sorgen, das war oder ist einfach nur ein Bug, der behoben wird. Jetzt mal eine Frage, um ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen und nicht nur über den Patch zu reden. Welcher Battlefield-Teil ist deiner Meinung nach der beste? Und da kann ich einfach nur wirklich ganz klar sagen, Battlefield 3, aber das ist auch, das ist halt wieder so eine Sache, man sagt immer so, ja, damals war alles besser und damals, boah, Battlefield 2 oder Battlefield 3 oder Battlefield 4 oder wahrscheinlich jetzt auch die neueren Spieler, die frisch mit Battlefield angefangen haben, mit Battlefield 1, die werden das in einem Jahr von Battlefield 1 sagen. Ich glaube, das liegt eher daran, dass man da so geile Erinnerungen dran hat. Battlefield 3 war so der erste Teil der Reihe, den ich so richtig reingesuchtet habe. Klar, ich habe auch Battlefield 2, Battlefield Bad Company 2, 1942 gespielt, aber nicht so, wie ich dann irgendwann Battlefield 3 gespielt habe. Da war ich dann hyped dabei, habe ordentlich reingesuchtet, mit anderen Leuten zusammen reingesuchtet und ich habe mit Battlefield 3 auch mit YouTube angefangen. Deswegen verbinde ich mit dem Spiel viel, viel mehr als jetzt mit Battlefield 4 oder Battlefield Hardline oder Battlefield 2. Dementsprechend kann ich euch jetzt nicht wirklich zu 100% sagen, ob Battlefield 3 jetzt von allen Battlefield-Teilen, wenn ich jetzt alle nochmal direkt frisch anspielen würde, sagen wir einfach, alle Teile kommen jetzt neu, frisch am gleichen Tag raus und ich hätte noch nie zuvor einen Battlefield-Teil gespielt. Ich weiß nicht, ob ich dann auch noch Battlefield 3 sagen würde oder vielleicht ein anderes nehmen würde. Aber vielleicht drehe ich demnächst einfach auch nochmal ein paar Ründchen Battlefield 3. Mal gucken. Aber jetzt wieder zurück zu BF1, denn was ich auch schon sehr, sehr häufig gelesen habe, ist, warum bei mir das Fadenkreuz so klein ist. Und erstmal, das Fadenkreuz ist bei mir nicht kleiner als bei euch. Es hängt aber davon ab, was man tut und vor allem auch, welche Waffe man dabei hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit der 8.25 erweitert
stehe, dann ist das Fahnenkreuz so groß. Wenn ich mich hinknie damit, dann wird das Fahnenkreuz kleiner. Wenn ich mich hinlege, dann wird das Fahnenkreuz noch kleiner. Und wenn ich jetzt beispielsweise so rumlaufen würde, dann würde das Fahnenkreuz ein bisschen größer werden. Dazu hängt es noch, wie gesagt, von der Waffe ab, die man spielt. Deswegen wundere ich mich auch, warum ihr bei mir sagt, dass das Fahnenkreuz kleiner ist als bei euch. Denn ich laufe eigentlich immer nur mit dem Medi rum. Und da ist das Fahnenkreuz halt so an sich ein bisschen größer. Denn wenn ich jetzt beispielsweise die MP18 mitnehmen würde, dann ist da das Fahnenkreuz nochmal viel, viel kleiner als bei der 8.25. Man kann das Fahnenkreuz im Gesamten nicht kleiner oder größer stellen, es hängt einfach davon ab, was man dabei hat und was man tut. Was auch unter den letzten Videos komplett ausrastet, ist die Frage nach dem Waffenpatch, das Waffenupdate, wann das jetzt endlich kommt. Weil das wurde ja schon wieder vor Monaten angekündigt und getestet mit dem Waffenupdate. Aber bis jetzt ist da immer noch nichts von im Hauptspiel erschienen und ich glaube aus der CDE ist das Waffenupdate auch schon wieder raus. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder DICE hat so viel negatives Feedback dazu bekommen, dass sie es jetzt letztendlich sein lassen. Was ich aber, glaube ich, nicht so ganz glaube, weil meistens prügeln sie es trotzdem einfach ins Spiel rein. Oder es dauert halt einfach noch ein bisschen, um da die richtige Balance zu finden. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon mit dem Turning Tides, obwohl das dauert ja noch ein bisschen, mit dem Turning Tides DLC. Das kommt ja erst im Dezember, das dauert ja noch ein bisschen. Also vielleicht wird es dieses Jahr noch was, aber es stehen ja auch noch ganz viele andere Sachen an. Der ADAD und Slidefix ist ja zumal tausendmal wichtiger und das wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich mit dem Turning Tides DLC dann ins Spiel kommen und vielleicht ist danach denn der Waffenpatch angesagt. Vielleicht überrascht uns DICE und es kommt dann halt mit dem nächsten monatlichen Update, was ich aber nicht glaube, weil wie gesagt, ADAD und Slidefix sollte ganz, ganz oben auf der Liste von DICE stehen und das sollte eigentlich mit dem nächsten dicken Update, müsste mit dem nächsten dicken Update ins Spiel kommen. Weil noch ein Monat mit dem aktuellen Zustand ist echt nicht so geil. Das muss echt bald kommen. Ich glaube, das Waffenupdate wurde einfach ziemlich stark nach hinten gesetzt. Aber ganz ehrlich, das Waffenupdate, ob das jetzt drin ist oder nicht, ich freue mich einfach nur auf den ADAD und Slidefix. Dann bin ich glücklich. Von mir aus können die Waffen gern so bleiben. Mich juckt das nicht, ob die jetzt so sind oder anders sind. Wie ist es bei euch? Da ja wirklich scheinbar sehr, sehr viele danach fragen. Freut ihr euch drauf oder eher nicht so? Das und alle anderen möglichen Fragen, die ihr noch an mich habt, könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Bock auf Battlefield habt, dann kommt auf Twitch vorbei, weil da streame ich das Ganze jetzt. Link dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Ein Like. Vielen Dank, Freunde, für euren heftigen Support. Ballert ordentlich den Like-Button. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.